Haben Sie sich jemals gefragt, wie ältere Männer mühelos Aufmerksamkeit erregen und Selbstbewusstsein ausstrahlen können? Heute erkunden wir die Schlüsselfaktoren, die Charisma verstärken und einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Von der Beherrschung der Haltung und Fliege bis hin zur Verfeinerung von Stimme und Stil, diese Erkenntnisse helfen Ihnen, Ihre Präsenz zu steigern und authentischer mit anderen in Kontakt zu treten. Bleiben Sie dran für umsetzbare Tipps, um Ihren Charme und Ihr Selbstbewusstsein zu verbessern. Wenn Sie noch nicht abonniert haben, empfehle ich Ihnen, dies zu tun und die Glocke zu aktivieren, damit Sie keine Videos verpassen. Bevor wir beginnen, würde ich mich freuen, wenn Ihnen das Video gefallen hat. Sie können mir helfen, die stoische Philosophie weiter zu verbreiten. Wenn Ihnen das Thema dieses Videos gefällt, kommentieren Sie bitte mit der Nummer 1. Falls nicht, kommentieren Sie bitte mit der Nummer 0, damit ich ein besseres Video für Sie erstellen kann. Jetzt legen wir los. 1. Haltung, der Schlüssel zur Ausstrahlung von Präsenz. Haben Sie schon einmal einen Raum betreten und sofort eine Energieveränderung gespürt, als ob alle Blicke auf Sie gerichtet wären, ohne ein Wort zu sagen? Dieses unverkennbare Gefühl, das ist die Kraft der Haltung. Sie geht über die bloße physische Ausrichtung hinaus, sie verkörpert eine befehlende Präsenz, die Aufmerksamkeit und Respekt verlangt. Stellen Sie sich vor, Sie stehen aufrecht, Schultern zurück, und strahlen das Selbstbewusstsein einer Person aus, die die Herausforderungen des Lebens mit Anmut und Entschlossenheit gemeistert hat. Es geht nicht nur darum, gut auszusehen, es geht darum, eine innere Stärke zu projizieren, die viel sagt, bevor Sie überhaupt ein Wort sagen. Mit dem Alter wird die Bedeutung einer guten Haltung nur noch größer. Es wird zu einem täglichen Kampf gegen die Kräfte der Schwerkraft, eine feste Bekundung von Widerstandsfähigkeit und Selbstsicherheit. Wenn Sie aufrecht stehen, trotzen Sie nicht nur der natürlichen Schwerkraft, sondern signalisieren auch der Welt, dass Sie präsent, fähig und bemerkenswert sind. Dies ist nicht nur anekdotisch, wissenschaftliche Forschungen bestätigen die tiefgreifenden Auswirkungen der Haltung auf die Wahrnehmung von Zuverlässigkeit, Autorität und Attraktivität. Es ist eine stille Kommunikation, die vermittelt, ich bin hier, geerdet und bereit. Für Frauen, insbesondere für diejenigen, die Reife und Selbstbewusstsein schätzen, dient die Haltung oft als erster Hinweis auf Attraktivität. Sie beobachten nicht nur ihre physische Statur, sie erkennen ihr inneres Selbstbewusstsein und ihre Selbstüberzeugung. Ihre Haltung kommuniziert mehr als Worte ausdrücken können, sie offenbart ihre Einstellung zum Leben und wie sie dessen Komplexität meistern. Es ist ein ganzheitlicher Eindruck, der ihre gesamte Präsenz umfasst, von der Art und Weise, wie sie sich bewegen, bis hin zu ihrer Interaktion mit anderen. Um in der Menge wirklich herauszustechen und mehr als nur eine weitere Person im Raum zu sein, bedarf es mehr als nur aufrecht zu stehen, es erfordert eine Präsenz, die fesselt. Eine subtile Anpassung ihrer Haltung kann einen erheblichen Unterschied machen. Es geht darum, ihre Haltung zu verfeinern, um die Tiefe des Charakters wiederzuspiegeln, die mit dem Alter und der Erfahrung einhergeht. Durch die Verkörperung dieser selbstbewussten Haltung verbessern sie nicht nur ihre physische Präsenz, sondern laden andere auch dazu ein, die Fülle ihrer Persönlichkeit zu erkennen. Also, beim nächsten Mal, wenn Sie einen Raum betreten, denken Sie an die transformative Kraft Ihrer Haltung. Es geht nicht nur um das äußere Erscheinungsbild, es geht darum, Ihren Platz in der Welt mit stiller Autorität zu behaupten. Ergreifen Sie den subtilen, aber tiefgreifenden Einfluss des aufrechten Stehens, denn wie Sie sich halten, sagt viel darüber aus, wer Sie sind und was Sie zu bieten haben. 2. Ihr Duft, eine duftende Einladung zur Anziehung. Wenn sich eine Frau zu einem Mann hingezogen fühlt, geht ihr Verlangen nach Verbindung über bloße physische Anziehung hinaus. Es umfasst eine tief verwurzelte Sehnsucht nach Nähe, Intimität und emotionaler Verbindung. Stellen Sie sich jedoch vor, dieses Verlangen wird von einem unangenehmen Geruch überschattet. Wie kann sie angenehme, intime Momente mit jemandem teilen, der nicht ansprechend riecht? Eine Frau sucht instinktiv nach einem Partner, der nicht nur gut aussieht, sondern auch einen angenehmen Duft verströmt, der das Gesamterlebnis des Zusammenseins verbessert. Als älterer Mann spielt die Wahl ihres Duftes, sei es ein sorgfältig ausgewähltes Parfüm oder ihr natürlicher Duft, eine entscheidende Rolle dabei, wie Frauen sie wahrnehmen. Es geht nicht nur darum, Körpergerüche zu überdecken, sondern darum,
ihre Attraktivität zu verstärken und einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Ein gut gewählter Duft spricht Bände über ihre Raffinesse, ihre Liebe zum Detail und ihre persönliche Pflege, alles Eigenschaften, die äußerst anziehend sind. Das Tragen eines einzigartigen und angenehmen Duftes kann unglaublich verführerisch sein. Es hebt sie auf subtile, aber kraftvolle Weise von anderen ab und signalisiert ihren feinen Geschmack und ihre Selbstpflegegewohnheiten. Darüber hinaus strahlt ein Mann, der gut riecht, natürliches Selbstbewusstsein und Charisma aus universell attraktive Eigenschaften. Es vermittelt, dass sie wissen, wie man sich selbst pflegt, was von Natur aus ansprechend ist. Der Geruchssinn ist tief mit Erinnerungen und Emotionen verbunden. Ein bestimmter Duft kann Nostalgie, Verlangen oder Komfort hervorrufen und ist damit ein starkes Werkzeug in der menschlichen Anziehung. Überlegen Sie sich, welchen Duft tragen Sie heute? Machen Sie ihn unvergesslich. Ob Sie sich für ein klassisches Parfüm entscheiden, das zeitlose Eleganz widerspiegelt, oder einen zeitgemäßen Duft wählen, der Ihre lebendige Persönlichkeit unterstreicht, Ihre Duftwahl kann erheblichen Einfluss darauf haben, wie Sie wahrgenommen und erinnert werden. Im Wesentlichen dient Ihr Duft mehr als nur einem Parfüm, er ist eine subtile, aber wirkungsvolle Einladung an andere in Ihre Welt. Er spricht Bände über Ihren Charakter, Stil und Ihre Lebensanschauung. Also, beim nächsten Mal, wenn Sie zu Ihrem Parfüm greifen oder über Ihren natürlichen Duft nachdenken, erkennen Sie die tiefgreifende Wirkung, die er haben kann. Nutzen Sie die Gelegenheit, einen bleibenden Eindruck von Selbstbewusstsein, Raffinesse und unwiderstehlicher Anziehung zu hinterlassen. 3. Deine Augen, Portale der Reife, Emotionen und Verbindung. Unter den ersten Eindrücken, die Frauen von dir gewinnen, haben deine Augen und die Art, wie du mit ihren Augen interagierst, eine tiefgreifende Bedeutung. Für einen älteren Mann trägt dein Blick eine Tiefe und Intensität, die Bände über deine Reife, Interessen und Selbstbewusstsein sprechen. Deine Augen sind mehr als nur Fenster zur Seele, sie erzählen eine Geschichte, die durch ein Leben voller Erfahrungen, durch Herausforderungen geschmiedete Weisheit und genossene Momente der Freude bereichert ist. Wenn du Augenkontakt mit einer Frau hältst, initiiert dies eine subtile, aber kraftvolle Verbindung. Dein Blick hat die Macht, Vertrauen, Verständnis und die Fülle eines gut gelebten Lebens zu vermitteln. Frauen sind aufmerksame Beobachter deiner Augen, weil diese mehr zeigen als nur dein äußeres Erscheinungsbild, sie spiegeln deinen emotionalen Zustand und Charakter wider. Ein fester, selbstbewusster Blick kann sie fesseln und eine unausgesprochene Bindung schaffen, die Worte übersteigt. Deine Augen reflektieren nicht nur dein äußeres Erscheinungsbild, sondern geben auch Einblicke in deine innere Welt. Sie sind Indikatoren für Authentizität und Tiefe, die deine Fähigkeit zur Empathie und echten Verbindung signalisieren. Im Gegensatz dazu können Augen, die nervös hin und her wandern oder desinteressiert wirken, unbeabsichtigt Unsicherheit oder Desinteresse vermitteln und so das Verhältnis beeinträchtigen. Bedeutungsvoller Augenkontakt zeigt dein Engagement und Selbstbewusstsein. Er vermittelt, dass du im Moment präsent bist und echtes Interesse an der Person vor dir hast. Ein fester, aber sanfter Blick kann Respekt und Bewunderung ausdrücken, wodurch sich die andere Person geschätzt und verstanden fühlt. Also, beim nächsten Gespräch, insbesondere mit einer jüngeren Frau, erkenne die kraftvolle Sprache deines Blicks. Verstehe, dass sie deine Augen als Spiegel deiner inneren Welt wahrnimmt und die Verbindung schätzt, die sie bedeutet. Nutze die Gelegenheit, nonverbal durch deinen Blick zu kommunizieren, um Aufrichtigkeit, Tiefe und den Reiz eines Lebens voller Erfahrungen und emotionaler Intelligenz zu vermitteln. Im Wesentlichen dienen deine Augen mehr als nur als Merkmale deines Gesichts, sie sind Portale, durch die dein Charakter und deine Essenz strahlen. Setze sie bewusst ein, um Verbindungen zu schaffen und einen bleibenden Eindruck von Authentizität, Wärme und dem zeitlosen Reiz eines gut gelebten Lebens zu hinterlassen. 4. Dein Haar, Reife und Selbstbewusstsein annehmen. Wenn du dein graues Haar jemals als Nachteil betrachtet hast, ist es Zeit, diese Perspektive zu überdenken. In Wirklichkeit fühlen sich viele jüngere Frauen von dem distinguierten Charme eines Salzkristall oder Pfefferlux oder sogar einem gepflegten, kahlen Kopf angezogen. Dein natürliches Haarkleid und Stil zu akzeptieren, bedeutet nicht nur Akzeptanz, es geht darum, Selbstbewusstsein in deinem Selbstbild auszustrahlen. Graues Haar symbolisiert Weisheit, Erfahrung und eine einzigartige Attraktivität,
die jüngeren Männern oft fehlt. Es vermittelt, dass du die Herausforderungen des Lebens gemeistert hast und als zuverlässige und stabile Person hervorgegangen bist. Frauen nehmen dein Haar wahr, weil es nicht nur dein physisches Erscheinungsbild widerspiegelt, sondern auch deine Einstellung zum Altern und zur Selbstpflege. Vernachlässigte Haarpflege kann unbeabsichtigt den Eindruck mangelnder Hygiene erwecken, während ein gepflegter Haarschnitt, ob du nun einen vollen Kopf grauer Haare zeigst, einen zurückweichenden Haaransatz managst oder dich für eine saubere Rasur entscheidest, deine Ausstrahlung erheblich verbessern kann. Denke an das ikonische Beispiel von Bruce Willis und seinem rasierten Kopf, ein Look, der Selbstbewusstsein und männliche Anziehungskraft ausstrahlt. Egal, ob du deine natürlichen Grautöne umarmst oder einen gepflegten, kahlen Look pflegst, der Schlüssel liegt darin, wie du dich selbst präsentierst. Selbstbewusstsein in deinem Aussehen zieht Anziehung an und signaliert, dass du dich in deiner Haut wohlfühlst und stolz auf den Weg bist, der dich geformt hat. Darüber hinaus ist dein Haarschnitt mehr als nur ein visuelles Merkmal, er ist ein Spiegelbild deiner Persönlichkeit und deiner Pflegegewohnheiten. Er spricht Bände über deine Liebe zum Detail und wie du dich der Welt präsentierst. Indem du deine einzigartigen Haarmerkmale annimmst, strahlst du Authentizität und Selbstsicherheit aus, die von Natur aus anziehend sind. Also, wenn du das nächste Mal über deinen Haarschnitt nachdenkst, erinnere dich daran, dass er eine Aussage über deine Reife und dein Selbstbewusstsein ist. Ob du dich entscheidest, deine Grautöne hervorzuheben oder dich für eine mutige Rasur entscheidest, trage es mit Stolz. Umarme die Anziehungskraft des Alters und der Erfahrung, wissend, dass dein Haar zu deiner Gesamtausstrahlung und deinem Charisma beiträgt. 5. Deine Stimme, die maskuline Aura des Selbstbewusstseins. Wenn Frauen in deiner Nähe sind, suchen sie instinktiv nach einer maskulinen Aura, die durch deine Stimme spürbar wird. Wenige Dinge vermitteln dies besser als ein tiefer, ruhiger und selbstbewusster Ton. Deshalb achten sie aufmerksam auf deine Stimme, um Qualitäten wie Reife, Männlichkeit und Tiefe der Lebenserfahrung zu erkennen. Deine Stimme ist ein kraftvolles Instrument, das ein Spektrum von Emotionen vermitteln kann, von Stärke und Sicherheit bis hin zu Wärme und Charme. Die Art und Weise, wie du sprichst, hat erhebliches Gewicht bei der Wahrnehmung deiner Person. Frauen hören nicht nur darauf, was du sagst, sondern auch darauf, wie du es sagst. Eine gut modulierte Stimme kann tief beruhigend und anziehend sein und die Fülle deiner Erfahrungen sowie das Selbstbewusstsein widerspiegeln, das natürlicherweise mit Alter und Weisheit einhergeht. Im Gegensatz dazu kann eine zittrige oder monotone Stimme unbeabsichtigt Nervosität oder mangelnde Begeisterung signalisieren, was die Verbindung möglicherweise dämpfen kann. Achte auf die Nuancen deiner Stimme, ihren Ton, ihre Höhe und ihre Modulation. Diese Elemente können die Wirkung deiner Kommunikation verstärken, deine Worte überzeugender und ansprechender machen. Eine selbstbewusste Stimme strahlt Authentizität und Autorität aus, zieht andere an und schafft Vertrauen und Bewunderung. Es ist jedoch wichtig, eine Stimme zu vermeiden, die sich unnatürlich oder gezwungen anfühlt. Authentizität ist entscheidend, auf eine Weise zu sprechen, die mit deiner Persönlichkeit und deinem Wesen übereinstimmt, steigert deine Attraktivität. Umarme die einzigartigen Eigenschaften deiner Stimme und erkenne, dass deren Klangfarbe und Rhythmus zu deiner Gesamtpräsenz und Anziehungskraft beitragen. Also, beim nächsten Gespräch, denke an den Einfluss deiner Stimme. Pflege einen Ton, der dein Selbstbewusstsein und deine Erfahrung widerspiegelt und nicht nur Worte, sondern auch ein Gefühl von Sicherheit und Charisma vermittelt. Deine Stimme ist ein Spiegelbild deiner inneren Stärke und Reife, ein wesentlicher Bestandteil des magnetischen Charmes, der diejenigen fesselt, die um dich herum sind. 6. Kleidung, deinen authentischen Stil ausdrücken. Wie bereits besprochen, spricht oft das Auftreten eines Mannes lauter zu Frauen als seine Gesichtszüge allein. Dein gesamter Stil, bestehend aus einem gepflegten Haarschnitt, einem selbstbewussten Lächeln, das weiße Zähne zeigt, polierten Schuhen, einem klassischen oder auffälligen Zeitmesser am Handgelenk und einem sorgfältig ausgewählten Anzug, spielt eine bedeutende Rolle im Datingbereich. Wenn Frauen dich zum ersten Mal sehen, ist einer der ersten Dinge, die sie bemerken, dein Sinn für Stil. Auch wenn du nicht den Charme eines Geschäftsführers oder die Physik von James Bond besitzt, wird dir ein stets gut gekleidetes Erscheinungsbild hohe Anerkennung bringen. Es zeigt,
dass du Wert auf deine Präsentation legst und Mühe in dein Aussehen investiert hast. Dein Stil und deine Kleiderwahl sind mehr als nur Stoff, sie dienen als Leinwand, um deine Persönlichkeit und deinen Geschmack auszudrücken. Jedes Outfit reflektiert die Sorgfalt, die du in die Präsentation deiner selbst steckst, und vermittelt Elemente deines Charakters und deiner Individualität. Frauen schätzen einen Mann, der Selbstpflege wertschätzt und Gedanken in seine Kleidung investiert, da dies Aufmerksamkeit für Details und den Wunsch, einen positiven Eindruck zu hinterlassen, signaliert. Gut gekleidet zu sein, geht nicht nur darum, anderen Eindruck zu machen, es geht darum, authentisch auszudrücken, wer du bist. Ob dein Stil klassisch elegant, zeitgenössisch oder eine Mischung aus beidem ist, umarme ihn mit Selbstbewusstsein. Deine Kleidung sollte mit deinem inneren Selbst in Einklang stehen, deine Gesamtpräsenz verstärken und dein Selbstbewusstsein unterstreichen. Also, beim nächsten Mal, wenn du dein Outfit auswählst, erinnere dich daran, dass Kleiden nicht nur eine Frage des äußeren Erscheinungsbildes ist, es ist ein Spiegelbild deiner Identität. Nutze die Gelegenheit, deinen Stil und deine Handwerkskunst zu zeigen, und hinterlasse einen bleibenden Eindruck, der mit deinen Werten und Bestrebungen übereinstimmt. Indem du dich authentisch kleidest, siehst du Bewunderung und Respekt an und bekräftigst dein Engagement für Selbstpflege und Selbstbewusstsein. 7. Lächeln, das Tor zu Verbindung und Charisma. Hast du jemals die Aufmerksamkeit einer Frau mit einem Lächeln erregt? Es ist eines der wenigen Dinge, die Frauen sofort bei Männern bemerken. Man sagt, dass ein Lächeln nicht nur ein Gesichtsausdruck ist, sondern der Beginn einer möglichen romantischen Verbindung, und das stimmt. Ein echtes, warmes Lächeln besitzt eine einzigartige Kraft, es kann entwaffnen, bezaubern und anziehen auf eine Weise, die Worte oft nicht können. Wenn du aufrichtig lächelst, schaffst du eine einladende und positive Atmosphäre. Es baut Barrieren ab, macht dich zugänglicher und fördert ein Gefühl von Wärme und Freundlichkeit. Dein Lächeln wirkt wie eine unausgesprochene Sprache, die Authentizität und echtes Interesse an den Menschen um dich herum vermittelt. Studien zeigen, dass Personen, die häufig lächeln, als charismatischer und einladender wahrgenommen werden. Dein Lächeln ist ein Zeugnis deines inneren Selbstbewusstseins und deiner positiven Einstellung, Qualitäten, die Frauen unglaublich anziehend finden. Indem du das Lächeln zu einer regelmäßigen Gewohnheit machst, erhöhst du deine Chancen, als zugänglich und sympathisch wahrgenommen zu werden. Dein Lächeln ist mehr als nur ein Ausdruck, es ist eines deiner größten Assets in sozialen Interaktionen. Es kommuniziert Offenheit, Optimismus und die Bereitschaft, auf einer tieferen Ebene zu verbinden. Ob du jemanden neu triffst oder in ein Gespräch vertieft bist, lass dein Lächeln als Spiegelbild deiner inneren Freude und Zugänglichkeit strahlen. Also, beim nächsten Mal, wenn du in Gesellschaft von anderen bist, denke an die Wirkung deines Lächelns. Nutze seine Fähigkeit, Verbindungen zu schaffen und die Stimmung zu heben, sodass du nicht nur attraktiv, sondern auch unvergesslich in den Augen derjenigen wirst, die dir begegnen. Mache das Lächeln zu einer Gewohnheit, die dein Selbstbewusstsein und Charisma widerspiegelt, ein einfaches, aber kraftvolles Werkzeug in deinem sozialen Repertoire. Im Laufe dieser Diskussion haben wir wesentliche Aspekte erkundet, wie ältere Männer ihre Ausstrahlung und Präsenz verbessern können. Vom Einfluss der Haltung und der Anziehungskraft eines gut gewählten Duftes bis hin zur Bedeutung von Augen, Stimme, Haar, Kleidung und Lächeln, jedes Element spielt eine zentrale Rolle bei der Vermittlung von Reife, Selbstbewusstsein und Charme. Jetzt würde ich gerne von dir hören. Was hast du aus den heutigen Einblicken gelernt? Gibt es einen Aspekt, den du gerne in deinem eigenen Leben umsetzen möchtest? Ob es darum geht, die Kunst des Augenkontakts zu meistern, deine Pflegegewohnheiten zu verfeinern oder dein Lächeln zu perfektionieren, teile deine Gedanken in den Kommentaren unten mit. Dein Feedback und deine Erfahrungen sind für uns wertvoll. Wenn du dieses Video aufschlussreich fandest, hinterlasse bitte einen Kommentar, Like, teile und abonniere unseren YouTube-Kanal für weitere Tipps zur persönlichen Entwicklung und zur Verbesserung deiner Präsenz. Deine Unterstützung hilft uns, mehr Inhalte zu erstellen, um dich zu stärken und zu inspirieren. Vielen Dank fürs Zuschauen und dafür, dass du uns auf diesem Weg der Selbstverbesserung und des Selbstbewusstseins begleitest.
Denk daran, dass du durch das Annehmen dieser Praktiken nicht nur dein äußeres Erscheinungsbild verbesserst, sondern auch innere Stärke und Charisma kultivierst, die in jedem Aspekt deines Lebens widerhallen.